Oh, wie süß ist das denn? Ganz penibel kontrolliert Thomas Müller die Aufnahmen seiner Frau Lisa. Sie soll ja schließlich gut wegkommen beim Werbedreh. Köstlicher Teig, sonnengereifte Ricotta und den Spinat. Ah, den weiß ich nicht mehr. Ja, wer nur Augen für seine Liebste hat, der vergisst dann schon auch mal seinen eigenen Text. Aber die beiden nehmen es mit Humor. Der ist nämlich ganz wichtig in ihrer Beziehung. Neugierig, spitzbübisch, humorvoll, auch wenn es mal schlechte Witze sind. Ja, aber ein schlechter Witz, der lebt ja auch. Also die Stimmung lebt auch von einem schlechten Witz. Und auch liebevoll. Oh ja. Siehste? Das ist ja auch nicht zu übersehen. Immer wieder suchen die beiden Nähe zueinander, sind ganz vertraut, bis wir sie ertappen. Verliebt also wie am ersten Tag, oder? Das Zusammenleben mit ihm, das ist eigentlich, also es passt einfach perfekt. Unkompliziert. Das ist unkompliziert, ich bin ja nie da. Genau. Oh, schau, immer flach kommen die daher. Nee. Hui, schon wieder einer. Mit meinem Beruf ist man ja auch viel unterwegs. Ja. Da hat man nicht so viel Zeit, sich auf die Nerven zu gehen. Gell, Spötzl? Aha, eine kleine Prise Abstand scheint also nicht zu schaden. Lisa kennt das aber so von Anfang an. 10 Jahre sind die beiden schon zusammen, 8 davon verheiratet. Denn als Fußballer ist Thomas tatsächlich nicht so oft im heimischen Otterfing bei München, ihrem Rückzugsort von der Promi-Welt. Und während er als Fußballer erfolgreich ist, macht die 27-Jährige als Dressurreiterin Karriere. Die Liebe zum Sport verbindet die beiden. Er kennt natürlich als Sportler auch immer die Höhen und Tiefen und wie sie sich anfühlen und kann einen aufmuntern oder beruhigen, was die Nerven angeht. Nix da also mit Münchner Schickeria, sondern schön im Haushalt mit anpacken. Das ist bei den Müllers wie bei vielen anderen Paaren auch. Müll rausbringen. Ja, und ansonsten halt wird wie in jedem Ehehaushalt diskutiert. Die beiden sind erwachsen geworden, gemeinsam. Und trotz Millionen auf dem Konto und der ganzen öffentlichen Aufmerksamkeit sind sie einfach Lisa und Thomas geblieben. Ach, und eine Sache liebt der 28-Jährige aber ganz besonders an seiner Frau. Der Nuss mit Kirsch und Nuss und ein bisschen Rum, oh, also das ist ein super Kuchen, das sage ich dir wirklich. Ach ja, Friede, Freude, Nusskuchen. Und fertig ist das perfekte Eheglück, zumindest bei den Müllers. Kiss me.